Nee. Ich muss den richtigen Moment erwischen. Stand gerade irgendwie Aktion oder so. Ja, ich weiß. Yeah. Ach so, ich schieb ihn dann, okay. Ja. Was willst du sonst machen? Naja, ich hätte ihn auf die, im Wasser auf die Schulter genommen und dann jetzt wäre ich geschwommen. Mm. Ich dachte mir, sowas in der Art wird jetzt kommen, aber... Ja? Ach, er steht auf. Natürlich ist links Kopf voll im Weg. Zombie-Zoras aus den Tiefen der Meere. Ich kipp endlich um. Danke. Ich bin Mikau vom Volk der Zora. Gitarrist Simon. Gitarrist in einer Zora-Band. Ich glaube, dies ist, sind meine letzten Worte. Willst du mir zuhören? Natürlich. Keinesfalls. Keinesfalls, ich lasse dich einfach ohne Worte sterben. Ja, jetzt kann er plötzlich. Jetzt kann er plötzlich. Ja. Boah. Eins, zwei, drei. Oh, Baby, hör mir zu. Bald beginnt der Karneval. Alle warten auf unseren Auftritt. Aber dann hat unsere Sängerin plötzlich diese merkwürdigen Eier gelegt und hat dann auch noch ihre Stimme verloren. Wow. In der Schädelbucht gehen eigenartige Dinge vor. Eigenartige Dinge. Oh Baby, hör mir zu, ich will nicht betteln, Gerudo-Piraten, sie haben die Eier gestohlen. Ich wollte die Piraten aufhalten, aber dann haben sie mich aufgehalten. Baby, muss ich nun sterben, selbst wenn es so ist, finde ich keinen Frieden, keinen Frieden. Bitte hilf, jemand muss die Eier retten, bevor die Piraten sie finden. Oh bitte, will denn niemand meine Seele heilen? Das war alles. Ich danke dir. Bumm. Du solltest Rapper werden. Auf keinen Fall. Bitte, meine Seele, heile sie. Das waren aber jetzt nicht seine letzten Worte, ja, er hat gerade noch redet. Willst du seine Seele jetzt nicht heilen, oder was? Nach diesem hässlichen Rap? Muss ich mir noch überlegen. Ja, wo gehst du jetzt hin? Ja, zu dieser Höhle. Nee! Jetzt in der Höhle der Zora, die Zora-Band mit dem tiefsten Sound Indigo Rose. Nee, ist halt zum Wasser. Nee, stopp. Jetzt überleg doch mal, was hast du denn bei dem Goronen gemacht? Der wollte doch auch, dass er seinen Frieden findet. Ah ja. Okay. It's always the same. Wir sind hier in Zelda. Ja, stimmt. Links, rechts, unten. Ich krieg also eine neue Maske. Weil mir einfällt, dass du dich beschwert hast, dass man mit keiner der Masken schwimmen kann. Stimmt. Mit der Zora-Maske offensichtlich kann man schwimmen. Nee, weißt du? Da kannst du auf Berge klettern. Nee, fliegen. Mhm. Ich mag übrigens die Musik. Das ist irgendwie die schönste aus Majora's Mask. Mhm. Bin immer noch für den Song of Soaring. Kommt ja hier auch vor. Ist das Ruto? Oder ist das die Tussi, die ihre Stimme verloren hat? Ja. Sie hat auf jeden Fall das Modell von Ruto. Ja, nee, das müsste. Genau. Ja, das ist die Sängerin wegen der Band. Hm.
Und da verschwindet er. Ich denke mal, für die längste Quest überhaupt brauche ich diese Maske. Und wenn selbst eine Band teilnimmt, zählt sie nehmen, wenn sie spielt in der Unruhestadt. Schreibt dieses Abschiedslied auf meinen Grabstein. Bitte hilf diesem mit dem Mädchen. Hier ruht Mikau, der legendäre Zora-Gitarrist. Seine Musik soll unsere Erinnerung an ihn sein. Seine Worte verbleiben hier. Willst du Mikaus Lieder singen? Wir, die Zora, Kampflied der Zora. Ich will ehrlich gesagt nicht singen. Ich hoffe, es ist jetzt nicht vonnöten. Link. So. Ja, ich würde jetzt erstmal tingeln, vielleicht. Ich kann jetzt nicht, also ich kann jetzt nicht ertrinken, weil ich das weiß. Genau. Die Frage ist natürlich, wo ist Tingel? Der schwebt über dir in der Luft. Nö, weiter drehen. Da irgendwo. Ich geh halt mit Geoff mal auf die Plattform. Da ist sowieso eine Eulenstatue, die du aktivieren kannst. Da habe ich den vorhin eigentlich gerade gesehen, also der müsste da irgendwo schweben. Muss ich die Maske erstmal ablegen. So. Auf unbekannte Gefilde. Eigentlich müsste Tingle jetzt hier irgendwo. Achso. Bin der überhaupt dran? Ja, wir kennen das ja schon. So. Schädelküste. Genau. So. Ich höre mir aber nicht mehr den ganzen Text an, den er da sagt, weil es ist... Nee, er sagt immer das Gleiche. Eben. Jetzt will ich aber wissen, wer hier drin ist. Dann guck rein. Maritimes Forschungslabor. Erforschung der Wasserqualität und maritimer Lebensform in der Schädelbucht. Das ist wieder der verrückte Doktor. Spät da dran sind sie. Spät dran sie sind. Was machen bloß diese. Machen diese Zora bloß? Was ist los, Kleiner? Du bist hier, um zu sehen, die Zora-Babys schlüpfen? Ich auch. Bin sehr aufgeregt. Aber noch nicht eingetroffen sind die Eier.
ein bis drei Tage es dauert, bis Zoras schlüpfen aus ihren Eiern. Aber sie sterben könnten, wenn sie nicht liegen in diesem Aquarium. Die Wassertemperatur gestiegen ist. Der Grund dafür, dass seltsame Wetter sein muss. Ich sei ein Yoda-Forscher. Zora-Eier, sehr empfindlich. Yoda, ich sein, wenn dann. Zora-Eier sehr empfindlich sind gegenüber Temperaturschwankungen. Um schlüpfen zu können, der einzige Weg dieses Aquarium ist, welches ich vorbereitet habe vor einiger Zeit. Die Zoras ganz genau wissen, trotzdem sie sehr spät sind, obwohl etwas passiert ist in der Zora-Höhle, ich mich frage. Tja, ich mich auch. Und du liest Schlüpfer vor, woran du wieder denkst, ne? Ich habe Schlüpfer vorgelesen? Ja. Ich hab Schlüpfen eigentlich. Statt Schlüpfen. Ich dachte eigentlich Schlüpfen hätte ich gelesen. Nee, Schlüpfer. Oh Mann. So, jetzt kannst du auch dahin gehen, wo du vorhin schon hingehen wolltest. Also da am Strand, so rechts. Kung Fu Zora. Der neue Film. So, von dort hinten komme ich, glaube ich. Genau, und du kannst ja da am Strand noch so... Ich könnte da hinten noch irgendwas scheinbar finden. Du kannst jetzt erstmal am Strand entlang gehen. Meinst du in die Höhle? Oder meinst du erstmal... Ja, geh doch einfach mal, geh da hin. Du wolltest ja vorhin da jetzt so rechts am Strand noch entlang gehen, wo das Schild war. Hm. Dann schwimmen wir mal im Eiltempo dorthin. Zora-Maske ist cool, muss ich schon sagen. Ja. Gefällt mir von allen bisher am besten. Es ist recht praktisch, wenn man eben nicht mehr diese blöde Sekundenzeit hat, wie lange man unter Wasser atmen kann und so. Hey, du bist doch Mikau. Hast du eine leere Flasche von den Bibern bekommen, die oberhalb des Wasserfalls leben? Diese Kerle, okay, danke. Diese Kerle sind sehr schnell. Sie zu besiegen ist nicht einfach. Danke, da kriegen wir die letzte Flasche her, die wir brauchen. Zora-Spiel. Wer es wagt, Krüge zu zerstören, wird streng bestraft. Tu's nicht. Okay. Hey, Mikau, würdest du nicht gerne mal wieder deinen Spezialangriff ausprobieren? Wie? Den hier? Nee, müsste eigentlich auf dasselbe sein wie der Rundumschlag. Ah ja, stimmt, das kannst du auch. Cool. Ja, das wird noch recht praktisch. Geh doch einfach mal da jetzt links weiter, weil dann holen wir uns die Flasche. Ja, die brauchen wir dann nämlich. Ich glaube, da müsste es auch noch irgendwo ein Herzteil geben. Oh, ganz ehrlich. Dafür machen wir doch das hier. Hier sind wieder so Steine. Ja, nee, das gab's nur einmal mit dem Typ. Na gut. Du kriegst die Maske nur einmal. Hier ist der Wasserfall. Kristallfluss, Heimat der Biber, Vorsicht vor starken Strömungen. Das macht mir überhaupt nichts. I'm crying, Zora. Tauch mal da runter, weil ich glaube, du musst irgendwo ein Herzteil sein, wenn ich mich täusche. Ah, da war's. Ja, ich hab nur einen Raubschleim gesehen. Ja, den musst du, glaube ich, töten. Und dann kriegst du das. Oh, lass mich raus. Du nervst.
tatsächlich, da ist ein Herzteil. Genau. Herzteil gefunden, zwei Teile gesammelt. So. Jetzt kannst du wieder auftauchen und die Biber suchen. Schumm. Leute, macht sogar einen Hechtsprung. Ich habe allerdings echt nicht so wirklich Ahnung, wo die sind. Ja, die müssen ja hier irgendwo sein. Guck mal eher, ob die oben sind. Ich glaube nicht, dass Biber unter Wasser sind. Tja. Da oben war eine Insel. Ja, aber da kommst du nicht hin. Geh einfach mal vielleicht weiter. Da vorne ist so ein komischer Holzscheit. Oder was schwimmt da rechts? Das sind Fische. Ach, das sind Fische, okay. Nee, weil da vorne ist ja so ein komischer Holzscheit, weil Biber bauen ja Dämme vielleicht. Jetzt warte mal. Bleib mal hier. Und? Ich weiß nicht. Wie gesagt, ich... Mit den Bibern habe ich mir jetzt auch nichts aufgeschrieben oder so. Ich weiß da jetzt nichts davon. Dass wir hier Skype zu spammen. Ignorier's. Ja, mach ich auch. Ich sehe nochmal dieses Blinken. Ich habe auch 3 Nachrichten in Skype. Also von 3 verschiedenen Personen, so rum. Ach, das ist die... Ach, nee. Das ist die Song-Konfi. Ach so, die. Ja, nee, keine Ahnung. Weil die, das mit der Flasche wäre jetzt eigentlich schon wichtig. Wo sind die? Was hat der Typ gesagt, wo die sind? Im Wasserfall. Ach so, so geht das mit dem Abtauchen. Oh, oder was hat der genau gesagt? Ich bin mir nicht sicher. Er hat was beim Wasserfall gesagt, ja. Labeln wir nochmal an. Mach ich auch. Weil es ist nervig, wenn man nur 3 Flaschen hat. Nervig. Wenn wir die jetzt nicht finden, dann müssen wir es halt mit 3 Flaschen machen, aber wenn wir 4 haben, ist schon. So. Du kannst nicht mit immer nur Gitarre spielen. Hin und wieder musst du auch etwas für deinen Körper tun. War der andere, glaube ich. Aber wozu brauchst du eigentlich eine leere Flasche? Na toll, sag's nicht nochmal. Deinesgleichen sieht man hier eher selten. Du bist doch hier, um unsere Indigo-Ghosts zu sehen, oder? Die Mitglieder der Band sind oben in der Zora-Höhle, aber der Eingang liegt unter Wasser. Du musst ein guter Taucher sein, um dorthin zu gelangen. Ja, dann geh halt nochmal. Schaffst du es, alle Krüge hinter mir zu zerbrechen, mit einem Schlag zu zerbrechen? Es gibt einige Zoras, die das können. Ich gebe dir etwas Besonderes, wenn du es schaffst. Mit einem Schlag. Ja, das ist dieses. Du kannst ja, glaube ich, auch so eine Art Wirbelattacke machen oder mit diesem Schießen. Muss ich jetzt in die Mitte stellen. Ach so.
Was ist los? Du hast wohl ein bisschen zu viel Zeit mit der Gitarre verbracht. Früher hast du es immer geschafft, alle Krüge zu einem ersten Versuch zu verbrechen.